Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin. Und, boah, ich muss hier erstmal ein bisschen klar Schiff machen, sorry. Bin ja auch gerade erst angekommen. Das ist jetzt kurz vor 21 Uhr. Ich spitze mir die Seele aus dem Leib. Und wir fangen als erstes an, würde ich sagen, mit diesem kleinen neckischen Umschlag. Ich habe nämlich was bei Amazon bestellt, das werde ich, denke mal, jetzt hier, oh, das sind die Ohrringe. So, habe ich einmal bestellt, Ohrringe für meine Tochter sind die, weil sie ihre immer wieder verbummelt. Das sind jetzt die, boah, weiß ich wie viel mittlerweile, ich habe aufgehört da zu zählen. Was haben wir hier noch? Das ist Smart 24. Das ist auch Amazon. Dampfplanet. Oh, so, die machen wir extra. So, ich denke mal, ich mache mal die Amazon-Sachen hier in dem Video. Das geht jetzt hier einfach mal schneller. Damit ihr mal seht, was habe ich aus dem Urlaub raus bestellt. Oh, da fehlen noch zwei. So, da kommen noch welche. Also... Hey, sorry Leute, ich bin gerade ein bisschen... Hat schön Urlaub jetzt. Und ja, Urlaub leider vorbei. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Jetzt kann ich mich vom Urlaub erstmal erholen. Also Urlaub vom Urlaub. Weil die Kleine geht ab morgen wieder in die Schule. Die Box ist aber jetzt nicht so doll. Ich habe mir wieder mal zwei Batterien bestellt. Aber die hielten hier... Also habe ich Boxen, wo es besser hält, muss ich sagen. Ja, und da kommen nochmal zwei. Zwei habe ich nochmal bestellt, weil ich hatte zwei, aber irgendwie kam, war in meiner Bestellbestätigung, stand da nur einmal drin, obwohl ich zweimal hatte. Wie du, zwei Batterien, aber zweimal ein Zweierpack hatte ich bestellt und jetzt ist nur eins da. Und dann habe ich es halt nochmal bestellt und das kommt halt, müsste Montag, also morgen dann kommen. So, nochmal Amazon. Ich glaube mal, da mache ich hier das Logo Odin was shoppen, weil das ist ja alles so vom Shopping. Mir fehlt zwar noch was, aber okay. Ach doch, das ist jetzt hier drin. Haha, fehlt doch nichts. Habe ich mir bestellt. Ein Chromteufel. Ja, für mein Auto. Und hier, später ist mir aufgefallen oder eingefallen, ich kann den Chromteufel ja nicht benutzen. Geht ja nicht, weil bei mir ist das Opel-Zeichen ja hinten auf so einem schwarzen Plaste drauf. Jetzt mache ich es aufs Opel, so die Hörnchen über das Opel-Zeichen und den Schwanz halt unter Opel-Schriftzug und die Hand dann auch und dann passt das schon. Dann werde ich mir demnächst noch Chrombuchstaben Odin bestellen. Da kommt dann der Corsa-Schriftzug weg, da kommt Odin. Ich bin aber auch am überlegen, ob ich Opel wegmache und anstatt Opel, dann da Odin steht in Chromschrift. Bin ich stark am überlegen. So große Kartons, was habe ich ja noch bestellt? So große Sachen habe ich da ja nicht bestellt. So. Machen wir erstmal das größere auf. 10. Ah ja, das ist so ja schon mitgekommen, ist ja geil. Ich hatte das schon mal euch gezeigt und ich kriege nämlich demnächst nochmal eine Lieferung von Absolut Liquids. Das heißt, ich, oh, wo hätte ich mir jetzt das Handtuch wieder weggepackt, ich Idiot. Das heißt, ich muss wieder mischen und meine Flaschen, ich habe zwar noch ein paar Runde, 100 Milliliter Flaschen. Aber die Ecken finde ich momentan echt schön. Und da habe ich mir jetzt hier, wenn ich wüsste, wo es aufgeht, wäre ich schlauer. Ah, hier. So, und da habe ich mir dann nochmal 10 viereckige Flaschen A 100 Milliliter bestellt. 2, 4, 6... 8, 10. Jo, sind 10. Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser. So.
Dann lege ich das mal hier drüben hin. Ich habe zu wenig Platz auf meinem Tisch. Definitiv zu wenig Platz auf meinem Tisch. Oh, Batterien, die muss ich dann noch laden heute. Und da passt natürlich ganz gut, was jetzt hier drin ist. Wenn dit ist, was dit ist, dass es dit ist. Da werde ich dann auch gleich noch ein separates Unboxing und ein Hardware-Video machen. Hardware-Check kommt dann in der Woche, wenn ich das benutzt habe. Und zwar zu diesem LCD Intelligent Charger Fox Nova. Das ist der Fox Nova. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Kann damit auch alles Mögliche laden. Und der Grund, ich habe noch ein Ladegerät, was funktioniert. Meins summt so ein bisschen, was mich, wenn es ziemlich nah an der Couch ist, ziemlich auf den Pisser geht. Und hier kann ich 4 Batterien laden. Gleichzeitig, hier lässt wohl die Ladekapazität danach, wenn man 2 ladet, kann man mit 750 mA laden, bei 4 glaube ich nur mit 500 mA. Ist egal, ich habe eins, wo ich 4 Batterien reinpacken kann, dann habe ich noch mein, wo ich 2 reinpacken kann, könnte jetzt rein theoretisch 6 Batterien laden. Reicht ja erstmal aus, würde ich sagen. Ja, das war soweit zu Odima Shoppen. Oh Gott, ich schwitze mir die Seele aus dem Leib. Hierzu wird es ein Vor-Unboxing geben, weil ich habe mir bei Smart24 einige Sachen bestellt. Und dann werde ich euch im Video auch erklären, was es damit auf sich hat. Und ich dazu, also mit den Sachen, was hier drin ist, wird es mehrere Videos geben. Das erkläre ich alles im Video. Und hier habe ich was von Dampfplanet. Da bin ich mega heiß drauf. Das werden wir auch als erstes machen. Da ist nämlich neue Hardware drin. Das mache ich auch gleich als Vor-Unboxing. Oh Gott, ich spitze mir die Seele aus dem Leib. Das mache ich gleich als Vor-Unboxing. Und natürlich Hardware, also der erste Eindruck. Und ja, dann in der Woche natürlich den Hardware-Check, wenn ich das Gerät dann eine Weile benutzt habe. Weil ich möchte euch ja dann auch nach meiner Benutzung auch, oder während meiner Benutzungszeit, ich werde es ja weiterhin benutzen, meine Meinung dazu sagen. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.